Im vergangenen Jahr gab es wieder mal ein paar Ereignisse für die Jäger und ich möchte hier mal einen ganz kurzen Rückblick auf das Jahr 2018 machen. Begonnen hat es im Jänner 2018 mit dem Jägerball. Die Jagdhornbläser haben gespielt, die Baggerburm und die Kerstin hat da mitgespielt. Es ist viel getanzt worden und auch bei der Schießbude ist recht lustig zugegangen. Bei der Tombola haben so manche ganz schön angerampt und für die Jausen hat es auch Wurst zum Gewinner gegeben. Da wird auch zeitlang trotz Essen gehabt haben. Ja, in der Disco ist natürlich sowieso die Post angegangen. Da war die Jugend, aber nicht nur. Es waren auch schon ein paar ältere auch unten drinnen, die ich gesehen habe. Aber Hauptsache, es hat Spaß. Im Februar hat es dann einen Jägerstammtisch gegeben, einen besonderen. Wir haben dafür unseren Stammtisch fest hergerichtet. Nicht die Evelin, sondern die Schülern haben wir hergehängt, weil wir haben im ersten Stock beim Kurt aufgedürfen. Da war alles festlich hergerichtet, gutes Essen war da, weil wir haben einen Sondergast gehabt, den Bärenkopf und noch zwei Gödige, die da gekommen sind. Und der Stuppernhans hat gleich von Ganos Franz einen Kugelschreiber überreicht, der Hermann Gonas hat ein Gedichtel vorgelesen und nach ein wenig Ratscherei haben wir halt einmal ein Gruppenfoto gemacht und anschließend hat es halt dann, wie es ein wenig gemütlicher geworden ist, wieder einmal das Weidmannsheil gegeben. Gleich danach hat es die Hegeschau in Frankenfels gegeben. Dort sind die Juroren gesessen, haben die Trophäen bewertet, die Jagdhornbläser haben wieder einmal gespielt und alle gemütlich da gesessen und haben uns halt einmal ein paar Reden angehört. Dann haben wir uns alle Trophäen angeschaut, Schwarzenbach und was halt sonst noch alles zum Hegering dazugehört. Der Hofmax hat das natürlich alles gewissenhaft betrachtet. Ja, waren schöne Trophäen dabei. Ja, und dann hat es auch Urkunden gegeben, für Nene Gerhard eine Urkunde und sonst noch ein paar andere Leute. Und am Schluss haben wir halt alle da gestanden für ein Foto, war recht schön. Im April hat es dann den Bezirksjägerstag in Rammersdorf gegeben. Wir waren natürlich auch vertreten dort, es war saukalt und windig. Aber wir sind eisern dort gestanden, haben uns die Messe angehört und sind dann alle runtergegangen in den Festsaal, wo halt auch einmal ein paar prominente Gäste da waren. Und es waren interessante Vorträge, die wir uns angehört haben. Und so ist dort recht gemütlich gewesen. Interessant waren doch ein paar Trophäen, die nicht so alltäglich waren, die wir uns dort angeschaut haben. Ja, und wie gesagt, von den Vortragenden haben wir einiges Interessantes erfahren. War wirklich gut. Das Hegeringschießen beim Schroffen Hans hat bei herrlichem Wetter stattgefunden. Und es hat auch eine Menge Preise gegeben, die zum Gewinner waren. Und weil das Wetter so schön war, haben sie natürlich alle ein wenig in der Sonne umeinander getrieben und haben einmal geschaut und gequatscht. Ja, der Kevin hat natürlich wieder mal einen Pokal gewonnen und
Die Renate hat dafür ein Bussel gekriegt vom Hegeringleiter, aber sie hat sich dann eher was Gescheites ausgesucht. Eine Holzkiste, die hält länger wie das Bussel. Der Hofmax hat sich natürlich den richtigen Preis schon wieder ausgesucht, weil da kann er was auffangen damit. Und so sind halt unsere Schießhelden da gestanden. Ah, der Flur, drüber Flur hat was fürs Frühstück gekriegt. Und leider haben wir die Schießscheiben nicht gekriegt, aber die ist halt wieder weitergewandert. Aber dafür hat der Hofmax wieder einmal ordentlich durchs Rell durchschauen können, einmal schauen, ob noch alles sauber ist. Und die Preisträger haben sie dann halt zur Kamera hingestellt, zwar nicht alle, aber doch. Ende April hat dann der Jägerfrühschuppen bei uns im Ort stattgefunden, war ein herrliches Wetter. Sind viele Leute gekommen, die Sonne hat gescheint, war warm. Eine Musi haben wir auch gute gehabt, die haben schön aufgespielt, hat allen gefallen. Natürlich waren auch unsere Jagdhornbläser da und wie soll es anders sein? Natürlich auch die Schießhütten, wo sie halt dann alle einmal probiert haben, ob sie eh noch was treffen. Es ist halt auch eine Menge diskutiert worden in der Runde und ja, auch die Mädels haben halt Spaß gehabt und ja, irgendwann auf einmal haben sie zum Schurchplatteln angefangen. Im Juni hat es einmal eine Vorfeier gegeben für den Hofmax. Da ist fest gewerkt worden und dann haben wir natürlich Schüttel aufgestellt, ist eh klar, und ein Plakat. Da ist auch lustig hergegangen, zum Trinken war auch was da. Und dann sind wir aufgefahren zum Hofmax. Dort ist schon ein Zelt gestanden und da hat es schon was zum Trinken gegeben und auch zum Essen. Und waren recht viele Leute dabei und wir haben viel Spaß gehabt. Das hat halt dann ein bisschen länger dauert, bis in die Nacht und ich habe gehört, bis in die Früh. Der Ronald hat dann im Laufe des Abends einen Garsbock rausgeholt aus dem Stall und den hat er dann ein wenig umeinander geführt. Der hat sich ein bisschen geschreckt, glaube ich, bei so viel Leid und dann hat er ihn eh wieder in den Stall reingebracht. Im September haben wir dann im Feuerwehrhaus richtig groß in Hofmax seinen Geburtstag gefeiert. Da war natürlich auch Musi dabei und zum Essen war es auch gut. Da hat es ein Spanferkel gegeben, das recht geschmackig war. Und manche haben halt eine normale Portion gehabt und manche halt ein bisschen eine größere. Geschenke hat es natürlich auch jede Menge gegeben. Ja, und dann hat es den Hofmax natürlich eine Überraschung auch wieder gegeben. Ne? Und zwar hat ihm da seine Jagdkollegen haben ihm da ein bisschen was ein Geschenk zubereitet, weil er ja im Bett nicht viel hat, haben sie ihm ein Schaf geschenkt. Dann ist ein bisschen ein Gespül gekommen, Feuerwehrgespül, war recht lustig. Der Hofmax war der Kommandant und da ist halt um ein Hetz gegangen. Dann hat es halt noch ein Geschenk gegeben, ein Kistenbier, hat den Hofmax eh gefreut und ein paar Streicheleinheiten hat er auch noch gekriegt. Und dann hat natürlich der Jagdleiter sein Lierl angestimmt. Wunderbar, wir bin Kind und ein Bier, der Schnitzerin, wenn der Wildbuch auch schwört, sich mit Schneewasser füllt. Blieb der Peter Stamm schon, mit sie auch der kleine Hoff. Ja, da fängt heute die Jahreszeit an. Blieb der Peter Stamm schon.
Im Juni beim Feuerwehrfest sind wir zwar normal nicht da, aber die Melissa war da, die hat halt Autogramme gegeben. Aber es hat diesmal was Besonderes gegeben, es hat einen Gstanzl-Singer-Wettbewerb gegeben. Und da waren natürlich die Jäger auch vertreten. Und da haben sie halt ihnen das Bestes gegeben und alle haben halt ein paar Gstanzeln gegeben. Auch das Publikum hat dann mitgehen können. Und die Jäger haben das dann bewertet und dann hat es halt auch noch Preise gegeben. Dann ist der Bolt natürlich durchs Publikum, durch die Gäste gegangen und dann hat es auch noch ein paar gegeben, die andere Gstanzeln da los geworden sind. Ist an und für sich, glaube ich, ganz gut angekommen, werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr oder heuer, besser gesagt, wieder machen. Am Schluss hat es ein Foto gegeben von den Preisträgern und jetzt da gibt es dann noch ein paar köstliche Kostproben. Jetzt haben wir auch den Kanal, jetzt können wir sie bräuen. Jetzt müsst man für jeden Forzer auch schon was zahlen. Mein Schwiegermutter halt Händel, mein Schwiegermutter halt Kier, mein Schwiegermutter halt alles, aber die Pappen halt nie. Mein Bruder schaust Dirndl, ich hab die so gern. Ich tat gern wegen dem Brot nur ein Scheißhäusl werden. Ja, Futter der Früh, komm auf die Nacht, so hat der Vater gemacht. Futter auf die Nacht, komm in der Früh, so machen's mir. Ja, der Vater hat gesagt, ich soll ein Hei oben drum. Ob unrecht verstanden, hab's kein Witter schlagen. Ja, wenn's in Schwarzen wo brennt, ja, da bloß ins Trara. Und in 14 Tag drauf ist dann die Feuerwehr schon da. Ja, und unser Bürgermeister, der sagt, ich tue, was ich will und ich tue, was ich mag. Nur eins ist, dass ich vorher meier noch halt frag. Die 40-Jahr-Feier von der Hansenhütten ist heuer auch ganz gut über die Bühne gegangen. Schön war es, die Jäger haben fest aufgekocht und natürlich auch bei der Bewirtung geholfen. Das Wetter hat gepasst, viele Leute sind gekommen. Aber der Stuppern Hans hat natürlich höhere Gespräche geführt, dann ist er ein wenig eingeknickt wieder, aber die Marlen haben halt, oder einige haben halt nur zugeschaut, aber dann war er eh wieder munter, und wie die Mädels gekommen sind, da hat er sich ganz schön zubedrücken lassen. Die hört er auch, aber da ist noch der Hegeringleiter und der eine Heinz auch noch gekommen, also da war ein rechter Gris um die Hertha. Der Hofmax, natürlich wie immer, den Frauen behilflich, wenn es um Schießen geht. Ja, das ganze Geschichtel hat, glaube ich, auch länger gedauert. Auf die Nacht ist der Bolt dann fast nicht mehr heimgekommen. Im Oktober war dann wieder die Hansen-Gedenkjagd. Hat wir immer begonnen mit einer Eierspeise beim Gruberkurt hinten. Das Wetter war herrlich. Darum sind alle noch ein wenig in der Sonne gesessen und haben zusammengewartet, bis dann der Jagdleiter, der Stuppern Hans, wieder die Richtlinien für die Treibjagd ausgegeben hat. Geschossen ist nichts geworden, aber dafür war die Hubertusmesse am Abend mit dem Pfarrer Hochedlinger wieder eine recht schöne Sache. Und als Musikgruppe war diesmal der Göstlinger Männerchor und natürlich auch unsere Jagdhornbläser dabei. Nach der Mess ist dann runtergegangen ins VAZ, wo der Göstlinger Männerchor noch einmal weitergesungen hat, was sich auch der Wick nicht hemmen hat lassen, dass er auch ein wenig mitgesungen hat.
Der Abend ist dann schön ausgelungen und alle waren zufrieden und schön war's. Ja, und am 2. Dezember, da war mein 70er fällig. Da habe ich ein schönes Transparent von den Jagern gekriegt. Die Feuerwehr hat mich angeholt in der Früh. Und mein Everl, die hat mir was geschrieben, wann alles funktioniert, passt eh noch. Ich habe dann also ein bisschen einen Rückblick aufs Jahr 1948 gemacht. Zur Überraschung habe ich eine Urkunde und eine silberne Ehrennadel gekriegt. Von den Jagern habe ich einen 70er-Scheim gekriegt, den müssen wir noch beschießen. Die Jagdhornbläser haben gespielt und mein Everl, die hat da irgendein Lirl getextet, das für mich gesungen hat. Der Hermann hat ein Gedichtel vorgelesen und auch die Xollerin hat mir ein Gedichtel gehabt. Und dann habe ich einmal geschaut und mir gedacht, ah, 70 Jahre am absteigenden Ost, aber solange alles funktioniert, passt es auch noch. Bei der Altjahrsjagd haben wir beim ersten Trip nichts geschossen. Da sind wir beim Oberwindhock dann eingelohnt worden. Da haben wir Getränke gekriegt und einen Kuchen. Bei der zweiten Treibjagd waren wir erfolgreicher. Da haben wir 4 Geißeln geschossen und einen Fuchs. Und sind dann anschließend zum Sieberkorl wieder eingelohnt worden, wo es wieder natürlich ein leckeres Essen gegeben hat, viel zum Trinken und eine gemütliche Partie in seiner Hütte drinnen war. Hat allen einen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das nächste Jahr dann wiederholen können. Heuer haben wir gedacht, wir könnten ja wieder einmal anschauen, was so das ganze Jahr erlegt worden ist, zumindest halt ein paar Sachen, und wer was geschossen hat, ist vielleicht auch ganz interessant. Schauen wir uns das einmal an. Zum Beispiel Rosa Könrin ist, um zu bekommen und zu froh, so möchte ich es ganz ruhig so. Eine Könrin ist ein viel herumspazierendes, sehr gern posierendes, Liebhaber habendes, Bierkrüge tragendes, oft schlecht einschenkendes und den Gas kränkendes, reizende, spreizende Schlangengezücht. Warum manche Mensch noch gar nicht weiß, zum Beispiel Rosa Bauer ist, um zu mir kommen und zu froh, so möchte ich uns ganz vormig so. Ein Bauer ist
Ein Nachbar geschwierlichender, oft am Bauch kriechender, Missgabel führender, gern protestierender, nicht wenig saufender, auf Kirchweih raufender, Wampeder, Sampeder, Stromsuppenhecht, Wampeder, Sampeder, Stromsuppenhecht. Baum, manche Mensch noch gar nicht wüsst, zum Beispiel, wo sein Jager ist. Und so willkommen und so froh, so echt ernst, ganz würdig so. Ein Jager ist ein am Hochstand sitzender, vom Aufstieg schwitzender, Gäste begleitender, sehr gern aufschneidender, mit der linken Hand trinkender, nach Schnaps und Aufbruch stinkender, oft in dem Schössen ein ganz fette Schießt, oft in dem Schössen ein ganz fette Schießt.